Hallo meine Lieben, herzlich willkommen. Ich habe euch ja versprochen und angekündigt, dass ich ein Video machen werde, in dem es ganz grob um das Gottvertrauen geht. Und symbolisch für dieses Gottvertrauen habe ich hier diesen Stein in meinen Blumenkranz gelegt, The Rock, ja, als felsenfester Glaube, als Symbol dafür, dass wir ja einen wirklich guten Halt im Leben haben, wenn wir darauf vertrauen, dass alles zur richtigen Zeit geschieht. Mich haben in den vergangenen Wochen von euch viele Fragen erreicht bezüglich meiner Lebenssituation. Die meisten von euch haben ja mitbekommen, dass es nicht so einfach war, zum einen die Finca auf Mallorca zu verkaufen und zum anderen auch ein Haus zu finden, das mir gefällt und das ich dann auch bekommen habe. Denn zweimal war es in der Tat so, dass ich schon Häuser gefunden hatte, die mir wirklich gut gefallen haben. Da hätte auch soweit alles gepasst, aber vielleicht dann eben doch nicht alles, denn zweimal wurde mir das Haus sozusagen vor der Nase weggeschnappt. Es wurde dann jemandem gegeben, der das Haus vor mir besichtigt hatte, und das war dann natürlich für mich sehr, sehr traurig. Aber ich weiß jetzt natürlich, wo ich mein Häuschen tatsächlich bekommen habe, auch warum das so sein sollte. Und ich bin heute so ein bisschen nachdenklich bezüglich eurer Fragen, weil viele von euch haben geschrieben: Uli, wie mache ich das denn? Ja, ich wünsche mir so sehr eine Veränderung in meinem Leben, oder ich möchte so gerne, dass sich endlich ein Wunsch erfüllt. Und mir fällt es so schwer zu verstehen, wie kann ich auf der einen Seite manifestieren, was ich möchte, aber auf der anderen Seite soll ich alles dem Fluss des Lebens überlassen. Und da muss ich sagen, das ist eine sehr, sehr berechtigte und auch weise Frage. Und ich möchte mal versuchen, sie aus meiner Sicht zu beantworten. Wenn wir um etwas bitten, wenn wir etwas sehr, sehr wünschen oder auch, ja, ich sag mal, unbedingt wollen, dann kreieren wir in unserem Energiefeld die Energie des Mangels, weil wir dann andauernd wie ein Sender, ja, ins Kollektiv geben: Das, was wir uns so sehr wünschen, ist noch nicht bei uns. Und diese Frequenz, diese Schwingungsfrequenz des Mangels senden wir dann aus, ob wir wollen oder nicht. Und dann passiert es eben sehr, sehr häufig, dass wir gemäß dem Resonanzgesetz auch genau das anziehen, was in unserem Feld schwingt, nämlich Mangel. Ich erinnere mich noch sehr gut daran, als wir begonnen haben, die Finca zu verkaufen. Ja, wir haben sehr viele Makler kontaktiert und es kamen Makler, die haben dann Exposés erstellt, und bei jeder Besichtigung war dann eher so dieses Gefühl, das muss doch klappen und hoffentlich klappt's. Und es waren wirklich sehr, sehr viele Besichtigungen. Ja, und die Leute hatten dann Unterschiedliches auszusetzen. Den einen war es zu groß, den anderen zu klein, den einen hat die Lage nicht gefallen, den dritten war es zu teuer, den vierten war es zu weit weg vom nächsten Stadtzentrum. Also es war immer irgendwas, und ich hatte mir immer so viel Mühe gegeben. Ich habe immer alles total schön geputzt und super schön hergerichtet, ja. Und ich habe aber gar nicht gemerkt, dass ich ein bisschen krampfhaft wollte, dass jetzt endlich jemand die Finca verkauft, weil ich ja wusste, ich kann in Deutschland erst wieder ein Haus kaufen, wenn die Finca verkauft ist, ja, weil sonst fehlt mir natürlich das Geld. Also die Zeit rückte immer näher, wo ich auch unbedingt wieder jetzt nach Hause wollte. Ich wollte nicht so viel länger noch auf Mallorca bleiben. Und dann war genau bei mir das der Fall, was ich vorhin versucht habe zu erklären. Ich war im Prinzip in der Energie des Mangels, was das Haus betrifft. Auf der einen Seite war kein Käufer in Sicht für die Finca, auf der anderen Seite aber auch noch kein schönes neues Haus. Und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern,
dass die Familie, die die Finca dann letztendlich gekauft hat, ja, war an einem Tag die dritte Besichtigungsfamilie. Und ich hatte da aber schon so ein bisschen eine, ja, ich möchte sagen, relaxtere Einstellung, was das Putzen und das Aufbereiten der Finca betraf. Ich habe mich an dem Tag einfach, ja, zurückgelehnt und habe mir gedacht, ja, schaut euch nur die Finca an. Also ich war wesentlich entspannter. Und diese Familie, die waren auch wirklich nicht lange da, die waren vielleicht 20 Minuten im Haus, haben dann beim Gehen schon gesagt, also sie sind sehr interessiert, das Haus hat eine ganz besondere Energie und sie finden auch mich sehr sympathisch und es wäre ihnen eben wichtig, wenn sie ein Haus kaufen, dass die Vorbesitzer sympathisch sind. Und das hat mich dann so ein bisschen hellhörig gemacht, weil ich dachte, wow, das klingt ja nach mir, ja. Denn mir war es jetzt bei dem neuen Haus auch extrem wichtig, dass die Vorbesitzerfamilie mir sympathisch ist. Denn wir ziehen ja trotz allem in die Energie und Energierückstände von den Vorbesitzern sind immer in einem Haus noch vorhanden. Und da fand ich das auch extrem wichtig, ja, dass man dann wirklich ja, ein gutes Gefühl hat bei den Vorbesitzern. Und so war das dann. Und das fand ich toll. Und die Familie hat dann das Haus tatsächlich gekauft. Und mit dieser Kaufzusage habe ich auch dieses verkrampfte Denken loslassen können. Oh, was ist denn, wenn ich jetzt ein schönes Haus in Deutschland finde, die Finca ist aber noch nicht verkauft? Dann kann ich ja gar keine Kaufzusage machen, weil ich das Geld nicht habe. Und irgendwie kam mir dann dieser Gedanke, dass ich jetzt nicht mehr bitten sollte, also meine Mannschaft oder Gott oder Jesus, mir ein schönes Haus in Deutschland zu präsentieren, denn das hatte ich vorher getan. Ich habe immer abends, bevor ich eingeschlafen bin, darum gebeten, ja, mir ein schönes Haus ja, vorzuschlagen sozusagen, wo ich sein kann, wo ich meine Arbeit schön machen kann, wo ich vielleicht auch mal mit Klienten arbeiten kann. Mein Traum war es, dass das Haus sowohl in der Natur liegt, aber trotzdem auch zentral, nicht jetzt wie die Finca ganz, ganz abgeschieden. Ja, das hatte ich jetzt 3 Jahre, dass man wirklich erst mal 20 Minuten mit dem Auto fahren musste, bis man überhaupt in eine ja, Stadt oder ein kleines Dorf kam. Und mir kam irgendwie dieser Impuls, ich sollte jetzt nicht mehr bitten, sondern ich sollte mich bei Gott bereits dafür bedanken, dass dieses Haus auf dem Weg zu mir ist. Und dann habe ich tatsächlich, das ist noch nicht lange her, denn dieses Haus, was ich jetzt bekommen habe, habe ich tatsächlich erst vor 2 oder 3 Wochen im Internet entdeckt. Ja, also ich sage mal, vielleicht so vor 4 Wochen war das, habe ich dann meine Einstellung zu den Gebeten sozusagen etwas verändert und bin in die Dankbarkeit gegangen. Ich habe mich bedankt dafür, dass jetzt ein Käufer für die Finca gefunden ist. Das war ja dann auch etwas unsicher. Ich habe es mal in einem Video erzählt. Der Mann dieser Käuferfamilie hatte ja dann einen Herzinfarkt und es war für eine Zeit auch sehr, sehr ungewiss, ob dieser Kauf überhaupt stattfindet. Aber auch da habe ich vertraut. Ich habe gesagt, lieber Gott, wenn das jetzt so sein soll, dass diese Familie das Haus bekommt, dann wird dieses Haus, diese Finca, diesem Mann auch ein wundervoller Rückzugsort für seine Heilung sein. Ja, und aus dieser Dankbarkeit heraus, dass ich jetzt diese Käuferfamilie dann wunderschön erholen kann in der Finca, habe ich dann sozusagen in der Energie der Dankbarkeit weitergebetet und habe gesagt, ja, und jetzt bedanke ich mich auch gleich dafür, dass nun, wo der Weg sozusagen frei ist, ein schönes Häuschen zu mir finden wird. Und ob ihr es glaubt oder nicht, aber ihr kennt mich oder die meisten kennen mich jetzt schon so lange, dass ihr wisst, ich würde jetzt hier nichts erzählen, was nicht tatsächlich der Wahrheit entspricht, ja. Einige Tage später, ich kann es euch nicht mehr genau sagen, wie viele Tage, aber ich denke, es war nicht mehr als 3, 4 Tage später, habe ich auf eBay Kleinanzeigen mein Haus, was ich jetzt auch kaufen werde, entdeckt und ich habe das Bild aufgemacht und ich fand es sofort wunderschön,
Ja, das war für mich sofort ein Haus mit Ausstrahlung, mit Charme, mit Flair. Und ich habe mich da irgendwie drin gesehen. Und ich habe dann auch gleich dorthin geschrieben. Aber das war, ich glaube, 24 Stunden online und ich war dann irgendwie schon die 13. Interessentin für einen Besichtigungstermin. Und jetzt komme ich nochmal zu einem sehr wichtigen Punkt. Ich hätte ja jetzt wieder in die Angst verfallen können, dass das Haus jetzt wieder eine Familie oder jemand bekommt, der vor mir besichtigt. Weil ich hatte dann dieser Besitzerfamilie geschrieben, dass ich eben erst ab 15. April wieder in Deutschland bin und ob ich denn gleich an diesem Tag einen Besichtigungstermin haben kann. Und den hatte ich ja dann auch am Samstag um 14 Uhr. Und ich wusste jetzt ja, dass vorher schon Besichtigungen stattfinden. Aber ich habe mich wirklich, und dazu ist ein bisschen Gedankenhygiene notwendig, meine Lieben, das wisst ihr. Ich habe mich wirklich darauf konzentriert, jetzt nicht zu zweifeln oder Angst davor zu bekommen, dass es mir wieder jemand anders wegschnappt, sondern ich habe meine Dankbarkeitsgebete aufrechterhalten und habe immer wieder gebetet, Gott, ich danke dir dafür, dass dieses Haus auf mich wartet. Ich danke dir dafür. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, meine Lieben, dass euren guten Wünsche, eure so liebevolle Unterstützung, die ihr mir geschickt habt, deswegen habe ich es auch kommuniziert, ja, auf YouTube, dass ich an diesem Samstag das Haus besichtige und hoffe, dass ich es bekomme. Denn ich weiß, dass eine große Resonanzgruppe, ja, die positive Energie, wie eine, ja, ich möchte fast sagen, so einen Lichtstrahl auf ein bestimmtes Projekt richtet, sehr viel erreichen kann. Und ich denke, die Kombination aus euren wundervollen Gedanken, ja, und meiner Dankbarkeit dafür, dass ich das sozusagen schon erhalten habe, was ich mir so gewünscht habe, hat es dann tatsächlich möglich gemacht, dass ich dieses Haus jetzt kaufen kann. Und das war mir einfach wichtig, euch das so ausführlich zu kommunizieren. Denn wenn du selbst vielleicht in einer Situation bist, ja, du hast einen großen Wunsch, du hast vielleicht schon viel Gebete nach oben gerichtet und darum gebeten, dass das und das für dich in Erfüllung geht, dann versuche mal, diese Gebete in Dankbarkeitsgebete umzuformulieren. Ja, also dass du nicht darum bittest, dass sich das und das für dich ereignen möge, sondern dass du dafür dankst, dass es sich für dich ereignet hat. Und ich habe dann auch immer noch den Satz angefügt, dass ich vertraue, dass das Richtige geschieht. Denn das ist vielleicht auch noch wichtig und es ist ja heute nun dieser Neumond im Widder, der sehr viele Emotionen aufwühlt. Und gerade dann, wenn wir uns etwas sehr, sehr wünschen und werden vielleicht diesbezüglich enttäuscht, neigen wir dazu, ja, einfach auch wütend zu werden, ja, ein bisschen wie der Widder mit dem Kopf durch die Wand zu wollen. Aber es ist dann umso wichtiger, zentriert und ruhig zu bleiben. Ja, vielleicht hast du noch Interesse an der Meditation, die ich gestern gechannelt habe, denn die hilft dabei, ja, wirklich aus diesen aufgewühlten Emotionen zurück in die innere Mitte zu kommen und zu sagen, okay, selbst wenn sich jetzt etwas für mich nicht so entwickelt, wie ich mir das wünsche, weiß ich ja gar nicht, ich als kleiner Mensch, ja, ob es nicht vielleicht besser gewesen ist für mich. Im Nachhinein betrachtet. Wir kennen diesen Plan nicht. Ja, ich bringe da immer sehr gerne dieses Bild mit dem Mosaik. Ja, aus den Augen Gottes, unseres Schöpfers, gleicht unser Leben einem wundervollen, wandgroßen Mosaik. Ein ganz tolles Bild ist dort sozusagen vorgezeichnet in kleinen Mosaikstückchen. Nur wir Menschen stehen manchmal mit dem Gesicht
direkt vor der Wand. Und dann sehen wir nur einen winzig kleinen Ausschnitt dieses Mosaiks, ja, möglicherweise einen grauen oder schwarzen Ausschnitt. Und wir glauben dann, dass das, was sich für uns jetzt nicht so ereignet, wie wir uns das gewünscht hätten, ein riesengroßes Drama ist. Wenn es uns aber gelänge, nach hinten zu gehen, ein paar Schritte zurückzutreten und dieses Wandbild, dieses Mosaikbild aus der Entfernung zu sehen, dann würde uns zum Beispiel auffallen, keine Ahnung, dass dieses Schwarze direkt vor uns eventuell das Auge war von einem wundervollen, farbenprächtigen Paradiesvogel. Ja. Wir dürfen darauf vertrauen, dass das, was zu uns gehört, auch den Weg zu uns findet. Und dazu passt dieser Stein, The Rock. Das ist der felsenfeste Glaube, dass nichts gegen uns geschieht. Auch wenn wir Dinge manchmal nicht verstehen, wenn wir gerade jetzt in so einer aufwühlenden Neumondenergie, ja, glauben, wir müssten mit Gott hadern, ja, wir verstehen Dinge nicht, die um uns herum geschehen. Wir können nicht begreifen, dass wir in einer Art Stagnation sind, dass nichts vorangeht. Doch in diesen Momenten ist es unglaublich hilfreich, wenn du eben diesen felsenfesten Glauben hast, dass es Sinn macht, warum gerade nichts vorangeht, warum du das für dich so Wichtige vielleicht in dem Moment nicht erhältst. Und wenn du in diesem Vertrauen bist, in diesem Fluss, kehrt ein riesengroßer Friede in dich ein. Ja? Du weißt dann, dir kann nichts passieren, du bist beschützt und geführt und alles ist genau richtig, wie es ist. Und ich wollte euch das gerne einfach so ausführlich erzählen, weil es jetzt auch für mich wieder eine unglaublich hilfreiche Erfahrung war, zu sehen, was Gottvertrauen bewirkt. Und es passt sehr gut zu diesem Neumond, wie ich finde. Ja, meine Lieben, ich hoffe, es hat euch vielleicht ein paar Denkanstöße geben können. Ich freue mich natürlich sehr über eure Kommentare. Vielleicht habt ihr diese Erfahrung ja auch schon gemacht. Und wir sehen und hören uns wieder, wenn ihr Lust habt, morgen früh zu einem Impuls für das anstehende Wochenende. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Bis bald, eine ganz liebevolle Umarmung. Die Uli. Tschüss.